Herr Marco Rose, wir müssen den eigenen 16er verdammt nochmal verteidigen. Die Worte habe ich noch so ein bisschen im Ohr. Warum hat es nicht so gut funktioniert heute? Das eine ist darüber reden, Worte finden, es erarbeiten und das andere ist dann umsetzen. Das habe ich vorher auch gesagt. Und ich denke, wenn man sieht, wie wir die Gegentore bekommen, erstes Gegentor, individueller Fehler, zweites Gegentor, genau die Dinge, die wir angesprochen haben, Umschaltspiel Leverkusen, Flügelstürmer, Diaby, andere Seite, Bellarabi, grundsätzlich das Thema Umschalten, offensiv Leverkusen, hat uns ja dann bei noch zwei anderen Toren auch beschäftigt, vor dem Freistoß, dann zweite Halbzeit das vierte und nee, das fünfte Tor war ein Umschalttor. Ja, und in den Phasen ist uns dann grundsätzlich immer wieder, wenn wir möglicherweise, wir machen den Ausgleich, dran waren, direkt wieder der Stecker gezogen worden. Und dementsprechend waren wir gefühlt heute auch nie im Spiel. Und die Niederlage ist bitter. Wir haben vor dem Spiel auch über das Fehlen von Erling Haaland natürlich gesprochen. Sie haben gesagt, ja, wir haben dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Variabilität vorne. Das hat auch nicht wirklich in Halbzeit 1 funktioniert, oder? Ja, nochmal, Tor bekommen, Stecker gezogen, Ausgleich gemacht, neue Energie getankt, Kontersituation, Stecker gezogen. Und dann natürlich haben die Jungs versucht anzuschieben, zu machen, zu tun. Aber wir mussten dann auch immer wieder, weil wir es ja schon auch wussten, aufpassen, dass wir nicht in den nächsten Konter laufen, haben auch in der ersten Halbzeit zu wenig Ruhe und Klarheit am Ball gehabt, Angriffe zu wenig zu Ende gespielt. Wir hatten in der ersten Halbzeit kaum Torschüsse, glaube ich auch. Dementsprechend ist es ein verdienter Sieg für Leverkusen. Jetzt stehen wir wieder hier. Ich meine, die Situation gab es ein paar Mal schon in der Saison, ne? Dass man wirklich gut performt hat, auch mal 3, 4, 5 Spiele in Folge gewonnen hat und dann wieder diesen Dämpfer bekommen hat. Wie kriegt man diese Dämpfer raus? Ich habe Marco Reus auch gerade schon gefragt. Er hatte kein Patentrezept dafür. Ja, indem wir arbeiten, indem wir dranbleiben, indem wir es ansprechen, indem wir die Dinge nicht schönreden, sondern analysieren, um was es geht, Entwicklung vorantreiben. Zur Entwicklung gehören auch Rückschläge. Natürlich prasselt jetzt wieder viel auf uns ein, aber wir müssen zusammenstehen, wir müssen weitermachen, wir müssen arbeiten hart. Das ist das einzigste Patentrezept, was es dafür gibt. Aber ist es dann, muss eine Analyse dann auch noch deutlicher sein, als sie vielleicht vorher war? Also ich beanspruche schon, dass wir relativ deutliche Analysen machen. Wir müssen einfach als Team gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Und wir werden natürlich immer wieder nach gewonnenen Spielen in die Schublade gepackt, dass die Schritte gemacht werden. Und Konstanz ist das große Wort. Aber nochmal viel reden. Ich glaube, heute habe ich sowieso keine Argumente. Bringt nichts, sondern wir müssen machen.